Willkommen bei der Swiss Traders Money Show. Den Disclaimer finden Sie auf https Daytrader Website. Heute ist der 11.05. Dienstag, 7.52 Uhr gerade momentan. Und wenn wir da wieder das anschauen, da die Entwicklung. Also das war etwa vor 14 Tagen, der Dow zuerst mal einfach so geplempert und dann mit diesem starken Anstieg und gestern mit einem kleinen, relativ kleinen Dip, der könnte aber jetzt sich noch ausbauen und wir sehen aber, er ist immer noch extrem hoch, wir haben also immer noch eine Inflation bis eine Hyperinflation. So sieht es heute Morgen aus. Also der die Kurse sind bei DAX und bei Dow unter das Vortagestief gefallen. Also gestern ist er schon runtergegangen. Und Vorsicht, eben der Pre-Day Close, der wird gerne wieder angelaufen. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass es zuerst mal nach oben geht und dann wieder nach unten. Also damit Short auch nicht zu unvorsichtig. Lieber kurze Strecken traden. Also ich wollte eigentlich da groß shorten, bin aber, weil ich zu wenig Kapital drin hatte, ausgestockt worden und danach ging es nach unten. Also da aufpassen, lieber kurze Strecken. Dann, wenn wir da schauen, da der DAX, eigentlich immer noch extrem hoch, wir haben hier Tageskerzen, aber die heutige Tageskerze ist schon rot. Dow. Da eigentlich auch die angefangene Tageskerze rot. Wir sehen aber, wir sind extrem, immer noch extrem hoch. Dann der Kassadax bei 15.400 und der durchlaufende DAX bei 2,35. Also da eine massive Differenz. 170 Punkte ist der aktuelle Kurs tiefer. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass das Gap da geschlossen wird, dass er nochmals so hoch geht. Aber es könnte sein, dass er nochmals ziemlich steigt. Dann Gelddruckerei. Mit der Gelddruckerei ist es nach wie vor noch nicht zu Ende. Also wenn wir da weiter fallende Kurse sehen im DXY, im US-Dollar, dann müssen wir wieder damit rechnen, dass wir massive Anstiege haben und noch wahrscheinlich über die Hochs, die wir schon haben. Und eben das Tapering-Gespenst, immer wenn jemand spricht von Tapering, dann steigt der US-Dollar-Index und dann sinken die Aktien, wie das wahrscheinlich gestern Abend der Fall war. Da schauen wir US 500, der wurde auch ziemlich runtergehämmert und der Nasdaq aber anscheinend noch mehr. Ja, der hat ziemlich verloren. Wir sehen hier aber, oh, fällt mir erst jetzt auf im Day, diese vielen Gaps, also die rufen natürlich dazu, dass die wieder geschlossen werden. Das ist ja schon sehr extrem. Dann, Bitcoin ist immer noch hoch. Ethereum steigt immer noch weiter, erstaunlich. Und Gold steigt auch weiter. Ja, dann muss ich mich jetzt am Kopf nehmen, da. Ich wollte eigentlich da einsteigen, habe es nicht gemacht. Ich wollte physisches Gold kaufen. Ist wahrscheinlich jetzt zu spät. Auch Silber, extrem.
wie viele andere Rohstoffe, eben Ausdruck der Inflation. Also Inflation, das haben wir ziemlich eindeutig. WTI auch gestiegen, auch wegen eines Hackerangriffs auf eine Pipeline, kaputte Pipeline in den USA. Ist auch langsam erstaunlich, wie empfindlich da alles ist. Gut, dann kommen wir nochmals zum DAX und 15 Stunde. Da sieht der im Stundenchart der Abfall gar nicht so grässlich aus. Ups. Also da muss man sich, da muss ich schnell ein bisschen zurück. Da ist es also wirklich nicht gesagt, dass er da direkt nach unten kommt. Das kann sein, dass er da nochmals nach oben kommt und eine Schulter-Kopf-Schulter macht. Und ich würde heute einfach immer nur stückweise traden, weil es sonst viel zu gefährlich ist. Gut, wir haben jetzt 8 Uhr. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Swiss Trader.